Ja, liebe Freunde der Elektromobilität, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es ist schon wieder soweit. KW 12 2024. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, es ist wieder mal Zeit, sich die News der Woche anzuschauen. Heute mal ein bisschen später. Ja, ich hatte noch einiges zu tun die Woche, aber ihr sollt trotzdem auf eure News nicht verzichten. Und deswegen setze ich mich auch spät abends noch am Freitag hin, um für euch die News aufzuzeichnen. Ja, was habe ich heute für Themen? Ich habe insgesamt 10 Themen. Natürlich ganz am Anfang kommen wie immer eure Kommentare. Diesmal ganz interessant dabei. Ihr habt ja sehr viel geschrieben zum Thema Ladeanschluss. Wo muss der Ladeanschluss sein? Rechts oder links? Dann hat nochmal was jemand zum Thema, wie man eigentlich den Mercedes EQE freigibt zum Wegfahren. Also Schlüssel, damit niemand das Fahrzeug stehlen kann, wenn er den Schlüssel in der Hosentasche hat oder gestohlen hat. Dann muss ich nochmal ganz kurz was klarstellen zum Thema THG-Quote. Da gab es einen etwas, na, ich sag mal, unschönen Kommentar. Da gehe ich mal kurz drauf ein. Ja, dann hat jemand seine Erfahrung zum Mercedes E-Transporter geschildert. Auch sehr interessant. Ja, und dann ganz zum Schluss gab es noch 2 Kommentare zu diesem Thema mit dem Tesla Model S von Björn, der quasi im Winter nicht mehr fähig war zu starten, wenn man nach dem Ladegerät das Fahrzeug dann wieder aus dem Tiefschlaf holen müsste, wo quasi nichts mehr ging bei, glaube ich, minus 25 Grad. Ja, auch da gab es ein paar ganz interessante Kommentare, die wir uns mal anschauen sollten. Ja, also ihr seht, heute habt ihr mehr Kommentare, wo es sich lohnt, mal reinzuschauen. Ja, dann haben wir als nächstes Thema Nummer 2 neue Details zum Tesla Model 2 sind gekommen. Die klingen ganz interessant und es tritt da wahrscheinlich das ein, was ich vermutet hatte. Es wird eine andere Ausstattungsvariante geben, als es bisher gab bei allen anderen Tesla Models, also Model 3. Davon gehe ich mal aus. Und das sieht auch so aus, erste Meldung, die bestätigen das scheinbar auch. Ja, dann Nummer 3, nochmal was zum Thema schwache Ladeleistung an den Autobahnen. Da gibt es ja Deutsche Autobahn GmbH, die ja massiv ausbauen wollen. Und jetzt gibt es da riesengroße Probleme, die bauen irgendwelche Ladesäulen hin, die wohl nur ja, ein Bruchteil von der Energie liefern, die man eigentlich bräuchte, um sein Fahrzeug schnell laden zu können. Das gucken wir uns auch mal an. Dann haben wir Nummer 5, ja, massive Softwareprobleme bei VW. Das betrifft nicht nur E-Fahrzeuge, betrifft alle Fahrzeugkategorien. Es ist Wahnsinn, was sie da verzapfen gerade. Auch da lohnt es sich mal reinzuschauen. Und auch da konnte ich mich erinnern, ich hatte mal einen Seat Leihwagen und der hatte genau die Probleme, die dort beschrieben waren, die ich nicht weiter groß beachtet habe, weil ich das Fahrzeug nur einen Tag gehabt oder 2 Tage. Aber jetzt im Nachhinein verstehe ich, was da los war. Ja, dann haben wir Nummer, also das war Nummer 4, es kommt Nummer 5. Das war's mit Fisker. Ja, also ihr kennt da wahrscheinlich das Fahrzeug Fisker Ocean. Ich finde ein sehr schickes Auto. Ja, aber irgendwie da ist Fisker ganz schön tief in den roten Zahlen. Die haben ganz schön große Probleme. Ich war vor kurzem noch ein bisschen optimistisch. Das war ein großer Fehler. Hier sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus. Auch da schauen wir mal rein. Ja, dann Nummer 6 kommen jetzt die E-Fuels. Ich war ganz erschrocken. Wie ich lese, schon im April soll es losgehen. Die ganzen Tankstellen werden irgendeine Spritsorte weglassen, weil sie haben ja nicht unbegrenzte Kapazitäten. Und die wollen stattdessen ab April ein E-Fuel Kraftstoff anbieten, in dem Falle quasi ein Diesel, schauen wir es mal genauer an, da war ich echt überrascht. Ja, auch das ist sehr interessant. Dann sind wir schon bei Nummer 7 und da hat Hyundai mal innovative Designs sich ausgedacht und vorgestellt, wie man das machen könnte, wie die Karosse möglichst glatt bleibt, dass man vielleicht versenkbare LiDAR-Sensoren hat, versenkbare Ladeanschlüsse und so weiter, veränderbare Luftströmungsgeschwindigkeiten und sowas, finde ich mega interessant. Auch da lohnt es sich mal reinzuschauen, was da mal in der Serie kommt, ist dann eine ganz andere Geschichte. Dann haben wir Nummer 8, Tesla und Fastnet streiten sich um Ladesäulenstandorte. Das ist auch echt mal so richtig typisch Deutschland, müssen wir auch mal anschauen. Dann Nummer 9, ja, kennt ihr, kann ich erinnern, ja, der Anschlag auf Teslas Lade, also Stromsituation quasi, Stromversorgung, ja, immer mehr stellt es raus, das waren wahrscheinlich doch Leute, die sich auskannten, ja, und hatte ich ja schon letztes Mal vermutet. Auch da gibt es nochmal neues, interessante Nachrichten. Ja, und dann Nummer 10, letztes Thema, Öffnungszeiten, Gigafactory, die haben sich verändert, ich erwähne das hier, weil ich war letztens da, leider, bevor der Cybertruck dort erschien, den kann man sich jetzt wohl da anschauen, und da war noch Sonne, haben es geöffnet, und das ist nicht mehr. Auch da schauen wir es mal kurz, ganz kurz rein, also wenn da mein Film rauskommt irgendwann, da wurde noch Sonnabend genannt, das hat sich leider geändert. Ja, das ist quasi der letzte Punkt dazu. Ja, die 10 News heute gibt's. Wenn dich interessiert, bleib dran, bis nach dem Intro, bis gleich, viel Spaß. Wenn du gerade auf der Suche nach nachhaltigem Zubehör für deinen Tesla bist, kannst du gleich dreifach was Gutes tun. Nutze einfach meinen Link in der Videobeschreibung und du sparst bei jeder Bestellung bei Shop4Tesla 5%. Ich bekomme eine kleine Provision. Damit kannst du selber Geld sparen, unterstützt meinen Kanal und sicherst Arbeitsplätze in Deutschland. Also, worauf wartest du noch? Viel Spaß beim Shoppen, wünscht dir Chrissy und Technik.
Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Und das heute schon ein bisschen spät ist, gehen wir heute mal ein bisschen zügiger durch. Und wir fangen mal an, eure Kommentare Nummer 1 zum Thema Schlüssel Mercedes EQE. Ja, und da hat hier geschrieben, ULIG 2709, mal ein bisschen größer. Ja, zum Thema PIN als Schlüssel. Bei meinem neuen EQE gibt es die Auswahl zwischen PIN, Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung. Na, das finde ich ja mal krass. Da kann ja sogar Tesla noch was lernen. Wir müssen noch immer, ja, was heißt noch, eine PIN eingeben. Aber mittlerweile ist hier sogar eine Gesichtserkennung möglich. Und wir haben ja auch Kameras im Tesla. Also technisch ist das kein Problem, das umzusetzen. Und ich denke mal, das wird bestimmt mal noch kommen. Fingerabdrucksensor glaube ich eher nicht. Aber auch das ließe sich eventuell über das Tablet steuern. Also da vielen Dank für diesen Kommentar. Echt Wahnsinn, wusste ich gar nicht. Sag ich mal, ja, in dem Fall ist Mercedes wirklich innovativ. Ich meine, ist ja auch kein kleiner Hersteller. Ja, vielen Dank nochmal an ULIG 2709. Ja, das nochmal kurz zum Thema Schlüssel. Die länger zuschauen, wissen genau, um was es damals ging. Ja. Da ging es darum, kann jemand sein Fahrzeug, also mein Fahrzeug, wegfahren, wenn er meinen Schlüssel in der Tasche hat, ja, wenn er meine Tesla-Karte in der Tasche hat oder sonst wie. Und das geht ja bei Tesla eben nicht, wenn man aktiviert hat die PIN-Nummer. Ja, und hier gibt es nun zumindest auch ein Mercedes EQE, wo man sogar mehrere verschiedene Möglichkeiten hat. Das finde ich echt genial. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und da gibt es ganz viele Meldungen, ja, eure Meinung zum Ladeanschluss, ja, wo ist der am besten? Und ich kann jetzt schon voraussagen, es gibt nicht den besten Standard. Das ja, sieht man ja auch daran, dass jeder Fahrzeughersteller das ein bisschen woanders installiert, ja, vorne, hinten rechts, hinten links, in der Mitte vorne und so weiter. Und das spiegeln auch eure Kommentare wieder. Und hier hat Wolli geschrieben, für mich wäre der Ladeanschluss links am Kotflügel am praktischsten, also vorne links, sag ich mal, weil man vorwärts kommen zur Ladesäule parken kann. Ich mag es nicht, rückwärts zum, also quasi rausfahren zu müssen. Ja. Ja, ist natürlich ein Argument, kann man nachvollziehen, aber auch da gibt es Argumente, die wiederum dagegen sprechen. Ja, und so schreibt ihr CETUS 1982 zum Thema Ladeport. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Ladeport hinten links am besten aufgehoben ist. Also hinten links ist da, wo der Fahrer aussteigt. Und er schreibt, gerade in engeren Garagen ist das ja gar nicht möglich, sein Fahrzeug rechts aufzuladen. Ja, man kann sich vorstellen, ihr parkt eine Garage, die ist ziemlich eng, sag ich mal. Ihr müsst, wenn ihr das vorwärts einparkt zumindest, müsst ihr ja ziemlich rechts an die Wand langfahren. Passt auf euren Seitenspiegel auf. Ja, und dann ist natürlich klar, ihr müsst ja aussteigen. Ja, das ist der Grund, warum man rechts einparken muss. Und dann ja, ist möglicherweise ganz wenig Platz, um noch das Ladekabel anzuschließen, wo ich mir auch vorstellen kann, zumindest beim Tesla ist das ja alles so klein gehalten, ist auch das Heck ein bisschen, rundet sich ein bisschen ab zur Seite. Ich kann mir schon vorstellen, dass das trotzdem ginge. Aber es ist auf jeden Fall ein Argument. Da sagt er, da ist eben hinten links besser aufgehoben. So, dann schreibt er auch, okay, 5 Meter Kabel reichen meist, am besten sind 7 Meter, sehe ich ganz genauso. Und dann nochmal die Problematik zu einem der Fahrbahn ragenden Kabel, wenn man quasi links, wie beim Tesla, lädt und man steht rechts am Straßenrand, hat man ja automatisch den Stecker in die Fahrbahn ragen. Und da sagt er auch, und er wundert sich eigentlich, wieso gibt es eigentlich keine flache, angewinkelten Typ-2-Kabel? Und da hat er völlig recht, ja, wieso gibt es das nicht? Da gibt es ja schon viele verschiedene Kabel, die quasi so angeschlossen werden, die dann so einen Knick haben, wo es dann so runtergeht. Ja, ist auch so ein Ding, vielleicht auch eine Marktlücke, gibt es bestimmt demnächst. Aber das verstehe ich auch nicht, warum es das nicht gibt. Aber danke dafür den Input. Ja, und dann schreibt er noch, dass das Kabel eben, also gibt es ja verschiedene Varianten. Und es hängt natürlich wie immer von den örtlichen Gegebenheiten ab. Optimal wäre wohl hier oben am Dach oder am Unterboden nur Blödsinn manuellen Anstecken. Das ist natürlich klar, ja. Ja, da nochmal vielen Dank für deinen Kommentar. Er schreibt auch, es gibt keinen klaren Sieger. Und er schreibt auch, beim Nasenlader ist es doch eher kurz gedacht und eigentlich komplett falsch. Ja, denn beim Ausparken ist die Gefahr noch weit höher, wenn man in den teilweise schlecht einsehbaren fließenden Verkehr rückwärts rausfahren muss. Hier ist der Hecklader eindeutig im Vorteil. Das stimmt natürlich, wo ich echt sagen muss, beim Tesla, wenn ich da rückwärts ausparke, durch diese Kamera hin, die auch eine sehr starke Fischaugenoptik hat, ja, also weitwinklig ist, sehr stark, kann man echt auf Parkplätzen schon sehr weit rechts und links schauen und kann sich eigentlich wirklich relativ problemlos auch rückwärts aus einer Parklücke quälen. Ja. Das ist eigentlich so, also das finde ich auch prima, dass man da doch einen großen Winkel hat. Ja, auch da vielen Dank an CETUS 1982. Wir haben noch zwei Kommentare dazu. Hier schreibt Werner Ruß, ich fahre schon 5 Jahre E-Auto. Ich habe 2 Autos, einmal Frontlader. Da brauche ich immer nur maximal 5 Meter Kabel. Beim Tesla brauche ich 10 Meter Kabel für unsere Ladestation, weil der Parkplatz so beschaffen ist. Also Gewinner ist bei ihm der Frontlader. Ja,
Ja, und dann haben wir hier den letzten Kommentar zu dem Thema und das ist hier Ed Bett. Er schreibt, kurzer Einwand zur Position des Ladeanschlusses. Rechts ist er für alle Garagenparker ein Grauen. Also das Gleiche, wie er auch sagt, ja, sehe ich ganz genauso. Ja, aber auch es gibt nicht den idealen Standort, wird es nicht geben. Es ist wirklich abhängig, was habt ihr für ein Fahrzeug und wo parkt ihr in der Regel immer. Aber da vielen Dank für eure Kommentare. Ich habe schon gesehen, ihr habt euch alle mal so Gedanken gemacht, ja, wo war eigentlich die beste Stelle, der beste Standort und niemand ist da zum idealen Standort gekommen. Vielleicht kommt doch mal das induktive Laden und dann hat sich das erledigt. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und das ist hier der Mercedes, also Erfahrung vom E-Transporter, finde ich echt mega interessant und da schreibt ihr elektrisch reisen. Hallo Chrissy, hier zu deinem Mercedes-Kommentar. Ich hatte ja gesagt, Mercedes, dieser Transporter ist auch, ja, mit kann man auch Personen transportieren und so. Ich komme gerade nicht auf den Namen, kann ich nochmal einblenden. Ja. Da ist es ja so, dass der eine ganz kleine, also relativ kleine Batterie hat, eine ziemlich kleine Reichweite noch hat. Und dann fragen wir, was soll man mit so einem Fahrzeug, ja, wo soll man da hinfahren, was soll man da groß transportieren? Dann wird ja das Fahren über längere Strecken, wird ja zur Tortur, weil man ständig laden muss. Und das bestätigt er im Grunde hier auch. Und er schreibt, war vor circa einem Jahr der einzige E-Kastenwagen als Firmenfahrzeug, also der Evito ist das, den ich überhaupt bekommen konnte. Ist im Vergleich zu meinem Model 3 Long Range eine Unverschämtheit. Listenpreis 71.300 Euro, Entriegelung über Fernbedienung, starten mit dem Schlüssel wie beim Diesel. Nur das Motorengeräusch beim Anlassen fehlt. Hätte man vielleicht noch nachträglich irgendwie einspielen können. Ist ja alles möglich, haben wir auch schon als Thema gehabt. Maximale Geschwindigkeit 120 km/h, wo ich echt frage, wie soll man da noch überholen? Kann man das komplett knicken? Na gut, beim LKW genauso. Batterie 60 Kilowatt, Leistung 95 PS. Maximale Ladeleistung 78 Kilowatt, das ist ja echt der Hammer, also wenig. Aber nur bei warmem Wetter, da eine Vorkonditionierung der Batterie fehlt. Also wer es von euch weiß, vielleicht finde ich auch noch mal was hier in den Medien, ob bei Mercedes, ob der die vorkonditionieren kann. Ich meine, das ist natürlich wirklich ein No-Go. Aber ich denke mal, das wird mittlerweile bestimmt eingespielt sein. Winterverbrauch ca. 42 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist der Wahnsinn. Jetzt bei 10 Grad Außentemperatur 32 kW. Sonderausstattung, digitaler Innenspiegel, halbautomatische Klimaanlage, unbrauchbares Navi, Lenkrad, Bremse und 4 Räder. Wahnsinn. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar, elektrisch reisen. Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke, wo ich das gesehen habe. Ja, es ist ja fast... Ja, wir kommen noch zum nächsten Thema, nämlich nochmal zu diesem Tesla Model S. Ich glaube, es war sogar ein Plaid, was der Björn Nyland quasi hatte, was bei minus 25 Grad sich nicht mehr zuckte, wo alles tot war. Und da gab es hier so zwei interessante Thesen, will ich mal kurz vorstellen. These Nummer 1, und das haben mehrere von euch geschrieben, der Tesla, um den es da ging, hatte einen Wasserschaden. Ja, möglicherweise befindet sich irgendwo im Kabelbaum noch etwas zu viel Feuchtigkeit. Das Fahrzeug gehörte zur Flotte von Markus Biel. Ja, ich weiß nicht gerade im Moment, wer Markus Biel ist, was für eine Flotte das sein soll, aber es ist, sag mal, wenn da Feuchtigkeit drin ist, ist natürlich schon mal ein starkes Indiz dafür, dass es damit zusammenhängen kann. Und ich habe ja nie wieder was gehört von einer anderen Tesla, wo das auch so passiert ist. Aber jetzt Nummer 2, und das finde ich auch sehr interessant, auch wenn ich nicht glaube, dass da lag, aber das Thema an sich ist interessant, ja. Und hier schreibt Dammer 1000, ich glaube, die tiefe Temperatur war nicht das Problem für die Hauptbatterie, sondern vielmehr für die 12-Volt-Batterie, die nämlich nicht gewärmt wird. Das stimmt. Das habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, die Batterie bleibt ja eiskalt. Ohne die funktioniert nichts. Dies erklärt auch, dass das Auto per App nicht mehr ansprechbar war. Ja, also echt eine sehr mega interessante Theorie. Finde ich echt spannend. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und ist wirklich ein Mangel wahrscheinlich, ja. Denn die Batterie ist hier eigentlich gar nicht beheizbar. Und ich meine, bei minus 25 Grad ist das wahrscheinlich echt ein Problem. Interessante These. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und da muss ich noch mal was zur THG-Quote sagen. Und ihr wisst ja, ich mache jetzt Werbung für Carbonify und da schreibt ja Jens Menninge 7113 THG-Quote. Ja, habe ich da was falsch verstanden? Du machst Werbung für die Umweltverschmutzung, die eingespart wird zu verkaufen, also kannst du auch gleich einen Verbrenner fahren. Ja, bin Besitzer eines M3, würde ich nicht machen, obwohl ich den Kauf nicht aus Umweltschutz machte. Also er wollte quasi keine Werbung für Carbonify machen oder für die THG-Quote an sich. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, warum mache ich das? Also erstmal der große Punkt natürlich, ich finde das gut, dass es die THG-Quote gibt,
weil hier ist quasi schon eingebaut der Weg von der, ich sag mal, schmutzigen Industrie zur sauberen Industrie. Ja? Hier fließt Geld quasi, ich sag mal, von der Tankstelle, von der Zapfpistole, Zapfsäule quasi zur E-Ladesäule. Ja, dann damit werden ja solche Sachen gefördert. Gleichzeitig veranlasst diese Geldsumme, sag ich mal, veranlasst die Mineralindustrie umzusteigen, langsam ihre Umweltverschmutzung geringer zu halten, CO2-Ausstoß quasi einzusparen, Jahr für Jahr immer mehr. Und deswegen finde ich das gut, dass das mal grundsätzlich zur THG wurde. Ja, und warum ist es natürlich Carbonify, ist auch ganz klar. Ja, weil Carbonify von Inhabern betrieben wird, die selber für E-Mobilität stehen und die selber elektrisch fahren. Die nehmen nicht einfach nur ein Geschäftsmodell, ja okay, was können wir uns überlegen, um viel Geld zu verdienen. Nein, die sagen sich, Mensch, ich bin überzeugter E-Mobilist. Ja, und da möchte ich alles dafür tun, um das voranzubringen. Und deswegen werde ich eine Firma gründen und werde selber die THG-Quote vertreiben und da versuchen, die maximalen Beträge reinzuholen. Und klar gibt es mal da mehr, da mal weniger, ja. Aber hier bei Carbonify ist es eben extrem fair, extrem transparent. Da wird quasi nichts verschwiegen. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen, soll kein Werbepart jetzt hier sein. Aber das ist der Grund natürlich. Und ich bin auch dankbar, dass ich unterstützt werde. Es gibt nichts Schöneres, als wenn E-Mobilisten von E-Mobilisten unterstützt werden. Ja, und darum mache ich auch weiterhin Werbung für die THG-Quote bei Carbonify. Ja, das soll es dazu noch gewesen sein. Das war mir nochmal wichtig. Ja, dann sind wir auch schon bei allen Kommentaren durch und wir kommen zu den ganz normalen Meldungen und kommen zu Nummer 2, neue Details zum Tesla Model 2, also dem kleinen Model 3, sag ich mal so, finde ich auch mega spannend, mega interessant. Ja, und das ist eine Meldung von NotebookCheck. Tesla Model 2, Reichweite von 400 Kilometer und $20.000 Produktionskosten. Und jetzt das Interessante ist, FSD HW5 optional. Und das kann ich mir wirklich vorstellen. Dann ansonsten sagt er noch, ja, sie gehen davon aus, dass diese Massenproduktion wirklich erst 2027 anlaufen wird. Und Elon Musk hatte angedeutet, ja, das Model 2 wird eine Revolution in der Herstellung sein von günstigen Autos. Hatte ich schon mal darum berichtet, ist als Projektname Redwood quasi bekannt. Und jetzt wird es interessant, um den Preis von $20.000 zu halten oder zu erreichen, wird Tesla jedoch wahrscheinlich auf einige seiner bekannten Ausstellungsmerkmale verzichten müssen. Und jetzt schreibt hier McNally, das Erste, was er meint, was wegfallen wird, ist das Glasdach. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was das Glasdach betrifft, weil ich kann mir echt vorstellen, dass vielleicht sogar ein Glasdach günstiger ist als ein Metalldach. Würde ich echt mal eure Kommentare mal lesen. Was sagt ihr dazu? Ist das finanziell günstiger? Ich glaube ja. Ich glaube, das war der Grund überhaupt, warum Tesla ein Glasdach bekam. Denn ich glaube, das ist nicht leichter wie ein Aludach oder so, oder ein Blechdach. Aber ich bin da kein Autoexperte, keine Ahnung. Aber wenn es eben so ist, dass das billiger ist, glaube ich nicht, dass das wegfallen wird. Aber es kann natürlich sein. Und dann schreiben sie auch bei der Reichweite, da hat Elon Musk mal geäußert, 480 Kilometer reichen völlig aus für den Alltag, da hat er natürlich recht. Und deswegen müssen wir damit rechnen, dass wir vielleicht sogar etwas unten drunter sind. Man schreibt hier, die von Tesla angegebene Batteriekapazität von 53 Kilowattstunden für die Fahrzeugklasse, in die das Model 2 eingestuft werden soll, könnte eben nicht ganz reichen, 480 Kilometer, das heißt, wir liegen da ungefähr bei 400 Kilometer, obwohl das Fahrzeug wohl 30% leichter sein soll. Kommt auch nochmal durch der Reichweite positiv zugute. Jetzt ist aber interessant, ja, zum Stirnrunzeln könnte allerdings die Tatsache führen, dass das Model 2 ohne Hardware zum vollständigen autonomen Fahren, also hier FSD, heißt hier Fully Autonomous Driving, FAD, wird es hier beschrieben, ausgeliefert wird. Zwar gibt es Gerüchte oder gab es Gerüchte über ein HW5 FSD-Kit für die Markteinführung des preisgünstigen Elektroautos im nächsten Jahr. Doch hier McNallys Team geht davon aus, dass es sich um eine optionale Ausstattung handeln könnte. Und das glaube ich auch. Ja? Und es ist im Grunde auch gar kein Verlust, wenn wir sehen, ich fahre ein Tesla Model 3 rum, wie ihr ja auch alle da draußen, die das gleiche Fahrzeug haben, was angeblich autonom fahren kann, aber nie fahren wird. Ja? Also das ist echt, echt krass. Und ja, warum soll man dann hier, das ist doch völlig logisch, ja? Die Leute werden sagen, warum soll ich denn so viel Geld ausgeben für so ein Fahrzeug, wenn ich da eine Funktion habe, wo wir jetzt schon wissen aus der Vergangenheit, das wird sowieso die nächsten 10 Jahre hier nicht funktionieren. Und deswegen finde ich das vernünftig. Und sie schreiben auch, ja, die Kosten für diesen nächsten 3 Nanometer FSD-Computer, Kameras und Sensoren würden so um die $3.000 kosten, was natürlich klar die Produktionskosten erheblich erhöhen würde. Und dann schreiben sie aber, natürlich bedeutet das nicht, dass Model 2 weder Autopilot noch FSD unterstützen wird.
Heißt nur, dass die volle autonome Fahrfähigkeit ausstattungsabhängig sein könnte. Das glaube ich auch. Wir werden ein Basismodell haben, da wird kein FSD dabei sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da vielleicht noch nicht einmal die Kameraüberwachung dabei ist, weil das ist ja alles ein Punkt, was ja alles zu diesem Komplettpaket gehört. Klar kann man sagen, man lässt nur den Computer weg, ja, sind nur die Anschlüsse da, die Kameras bleiben. Gibt es 1000 verschiedene Varianten, aber ich gehe echt davon aus, dass wir irgend so eine Variante sehen werden, dass man dann eine höhere Ausstattung kaufen muss. Da wird es auch so sein, ja, Ausstattungspaket 1, 2 und 3, also die werden unterschiedlich heißen, sagen wir Standard-Range, ja, Normal- und Long-Range, irgendwas in der Richtung, und dementsprechend wird die Ausstattung unterschiedlich sein, ja. Davon gehe ich echt mal aus, das wird wirklich kommen, und das ist auch nicht schlimm, natürlich, wenn man da Geld sparen kann, das Auto wird günstig, und wir brauchten da statt FSD. Ja, finde ich echt, sehe ich wirklich ganz genauso. Aber prinzipiell ist er wohl generell pessimistisch, was die Zukunft von Tesla angeht. Und so schreiben sie, es bleibt zu hoffen, dass Elon Musk mit dem Model 2 ein weiteres Wunder in Bezug auf Produktionsrate und Kosten vollbringen kann, damit Tesla schneller als hier prognostiziert in die nächste Wachstumsphase eintreten kann. Und ich, ja, ich weiß, die Aktie schwächelt gerade ein bisschen von Tesla, aber ich bin trotzdem überzeugt, Tesla wird nicht pleite gehen, Tesla wird weiter auf dem Markt bleiben und Tesla wird weiter vorangehen. Die werden mal Höhen, mal Tiefen haben, es wird mal gut laufen, mal nicht so gut laufen, aber Tesla wird nicht so wie Fisker verschwinden, das glaube ich auf keinen Fall. Davon bin ich überzeugt. Ja, dafür sind die trotz allem zu gut und haben zu viel Erfahrung, sind zu lange schon auf dem Markt und sind auch technologisch, was Software betrifft, ziemlich weit vorne. Auch wenn nach wie vor Scheibenwischer nicht ganz korrekt funktioniert, aber ich war heute ganz zufrieden, da hat es geregnet übrigens. Ja. Ja, oder eben noch viele andere Sachen. Übrigens, ich habe immer noch nicht das Update für das LED-Matrixlicht. Da warte ich jeden Tag drauf. Also ich freue mich für alle, die es haben. Ja. Ist aber auch hier kein Thema heute. Wisst ihr sowieso alle. Ja, dann habe ich hier Blackout-News. Ganz interessant. Nächster Punkt, nächstes Thema. Schwache Ladeleistung an den Autobahnen. Kritik an Autobahn GmbH, Enttäuschung über schwache Ladeleistung an neuen Ladestationen. Und die Autobahn GmbH hat angekündigt, veraltete Ladestationen an Rastanlagen durch neue zu ersetzen. Sie wären da wohl stolz auf die Einführung von dieser Alptronic Hypercharge Ladesäulen. Das wird wohl sehr stark kritisiert, weil da wird bemängelt, dass da wohl die Ladeleistung maximal 50 kW nur schafft. Und das war natürlich echt ein Armutszeugnis. 50 kW ist wirklich ein Witz. Ja, also das natürlich, also mit Komfort das nichts zu tun. Ich weiß es nicht ganz genau. Es hat wohl eine Lawine an Enttäuschung ausgelöst. Also wenn es so ist, völlig logisch. Und sie halten die neuen Ladestationen für völlig unzureichend für Elektroautos. Dann gibt es noch so widersprüchliche Informationen. Es ist irritierend, dass die beworbenen Ladeleistungen nur 50 kW beträgt. Denn die Abbildung der Autobahn GmbH zeigt doch größere HYC300 und HYC400 Lader. Das wirft ernsthafte Fragen zu der Transparenz und Glaubwürdigkeit seitens der Autobahn GmbH auf. Da kommen wir gleich nochmal zurück auf die Autobahn GmbH. Das war halt auch ein Grund. Da wird sowieso erstmal in den nächsten zwei Jahren nicht viel passieren. Dass die entsprechend abgebildeten Ladestationen lediglich 50 kW liefern können, könnte auch daran liegen, dass deren Anbindung an Stromnetz keine höheren Ladeleistungen zulässt. Das ist für mich, sehe ich nicht so, weil ich sage mal, Tesla schafft es auch, Ladestationen hinzustellen und schafft es auch, V3-Charger, V4-Charger zu bauen, die, ich sage mal, mit mindestens 250 kW, 300 kW laden, also Leistung anbieten. Und ja, auch die müssen Strom irgendwo herholen. Wenn die das schaffen, schafft das die Autobahn GmbH auch, wenn sie das wollen. Ja, nochmal ein Bild hier auf die, ich vermute mal, das ist hier diese Ladestation. Kenne mich ja als Tesla-Fahrer da nicht so aus, denn ich lade ja da im Grunde gar nicht. Aber ja, wäre natürlich echt ein starker Tobak, aber da ist sowieso noch einiges, was noch zu klären ist. Das soll es dazu gewesen sein. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber da werden wir erstmal abwarten, wann es überhaupt da weitergeht. Ja, und das kommt dann nochmal kurz später. Ja, dann sind wir auch schon bei Nummer 4, massive Softwareprobleme bei VW. Und ich habe das gelesen, das ist ja Mobilflip, habe das gelesen und da fiel mir ein, ich hatte doch mal vor einiger Zeit einen Seat, so einen kleinen Mini-SUV, ich komme gerade nicht auf den Namen, ja, eigentlich ganz schnuckliges Auto, war auch wirklich schön ausgestattet, fuhr sich auch gut, also war echt zufrieden, leider ein Verbrenner natürlich, aber da habe ich echt gewundert, dass das, also man hat ja auch Apple CarPlay gehabt,
funktioniert mit dem Smartphone prima, aber ist immer wieder mal abgestürzt, der Bildschirm ging aus, der Bildschirm ging nicht an, ich musste das Fahrzeug aus wieder anmachen, ging er wieder an. Ich dachte, na gut, wer weiß, wenn man ein Fahrzeug bloß einen Tag hat, kümmert sich gar nicht drum, man gibt es zurück und dann ist gut. Aber wenn ich das dann hier lese, dann scheint es wirklich ein massives Problem zu sein. So schreiben sie hier, Software-Katastrophe bei im VW-Konzern, Kunden klagen über massive Fehler. Und das Verbrauchermagazin Marktcheck, ich werde wie gesagt alles wieder hier verlinken, das letzte Mal ist nicht ganz geklappt, seht es mir nach, das war bloß ein Versehen. Schreibt mir, wenn ich da was vergesse, dann mache ich das so schnell wie möglich das dann nach. Könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Ja, Marktcheck hat wohl berichtet und die Reportage beginnt mit einem Beispielfall von Theo Schornstein, interessanter Name, vielleicht stimmt er auch gar nicht. Und der hat Ärger mit seinem neuen Seat Ibiza, nämlich mit dem Infotainment-System, das trotz mehrerer Reparaturversuche immer wieder ausfällt. Und ein Software-Update hat die Probleme sogar noch verschlimmert. Und das betrifft eben nicht nur Seat, sondern alle Marken des VW-Konzerns, auch Skoda, Audi und Volkswagen. Alle nutzen das gleiche Elektroniksystem, den modularen Infotainment-Baukasten MIB oder MIB oder MIB. Und der fällt immer wieder aus, Monitore frieren plötzlich ein oder springen gar nicht erst an oder fangen im Betrieb an zu flimmern. Und genau das habe ich in dem Seat erlebt. Das ist echt krass, das ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her oder so. Gibt es auch ein Video dazu, müsste ich mal nachgucken. Und natürlich auch ganz klar, ja, da können auch sicherheitsrelevante Systeme betroffen sein. Und ich weiß noch, der Aufschrei bei Tesla, wenn da mal die Spurhalteassistenz mal eine Meldung kommt, Achtung, nicht Moment, nicht verfügbar. Und klar ist das eine Sache, die muss gefixt werden, völlig klar. Aber man sieht, auch andere haben die gleichen Probleme. Das ist nun mal so, ja, wenn man eine Software neu einführt. Und bei VW kann sogar die Notbremsfunktion kann ausfallen. Ich glaube, bei Tesla habe ich nie eine Meldung gehört, dass sowas passiert. Der Spurhalteassistent und das Fehler bei der Verkehrszeichenerkennung. Sag mal, gut, das ist bei Tesla relativ relativ häufig, ja. Aber natürlich, ich glaube, mittlerweile ist es ziemlich genau. Ich habe letztens sogar erlebt, der hat sogar die Verkehrszeichen an den Brücken erkannt, also wo man quasi digitale Verkehrszeichen hat, Geschwindigkeitsanzeigen. Da habe ich auch echt gestaunt. Da weiß man ja nie, ist das jetzt irgendwie mit Google schon hinterlegt oder was? Keine Ahnung, aber die können ja unterschiedliche Geschwindigkeiten anzeigen und hat immer die richtige angezeigt. Was aber nach wie vor nicht funktioniert, ist eben, dass er nicht immer die Geschwindigkeit übernimmt. Ja, es gibt verschiedene Varianten, will da nicht näher drauf eingehen. Ich sag mal so, mich stört es nicht so sehr, weil ja, ich gerne auch mal so etwas schneller fahre, aber natürlich nur im Rahmen und auch nicht immer. Und wenn man jedes Mal dann das Fahrzeug abbremst, das ist dann auch schon mal ein bisschen nervig. Ja, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, ich kann es noch rausschneiden. Ja, also man sieht, bei VW gibt es echt riesengroße, arge Probleme. Die schreiben auch ja, trotz milliardenschwerer Investitionen haben sie es immer noch nicht geschafft. Da kommt dann immer noch schwer damit, das Problem in den Griff zu bekommen. Und auch da lohnt sich mal ein Blick in die Kommentare. Und so schreibt hier einer, anonymer Leser, einmal VAG-Fahrzeug, nie wieder. Elektronikprobleme, Getriebe haben sich die Lage ausgeschlagen und es war undicht. Also DSG-Getriebe, da habe ich auch schon viel über das DSG-Getriebe gelesen, dass es da wirklich große Probleme gibt. Dann ist ein dickeres Kabel abgegammelt, der Wassereinbruch im Motorraum. Und dann schreibt er auch noch, jetzt sowieso Wahnsinn, 9000 Zulieferer, eine Integrationshölle, schreibt er, sowie gefühlt 500 Fahrzeugvarianten. Hier der Letzte schreibt, drittes Leasingfahrzeug von Seat, so schlimm mit aktuellen Cupra Formentor war es noch nicht. Nie wieder VW-Konzern kaufen? Fragezeichen. Auf gar keinen Fall, die sind bei mir für immer abgemeldet. Kein Vertrauen in die Fahrzeuge und den Service. Und ich muss sagen, ich war mit meinem Golf wirklich mega zufrieden. Klar, es war ein Verbrenner, hatte wenig Digitales, wenig Elektronisches drin, hat alles prima funktioniert. Ich war auch mit dem Service der Werkstatt zufrieden. Also ich war da, habe ich echt Glück gehabt wahrscheinlich. Ja. Ja, okay, kommen wir mal zu Fisker und das finde ich echt eine traurige Geschichte. Punkt Nummer 5 und das ist hier wieder golem.de und die schreiben ja, Fisker pausiert Produktion bei Magna. Das ist jetzt nicht die allerneueste Meldung, das ist hier vom 18. März, aber wir wissen, es ist auch jetzt im heutigen Stand nicht viel besser geworden. Hier kommt noch im Text, dass sie überlegt haben, dass sie vielleicht noch eine andere Firma sie unterstützt. Das macht dann wohl auch Nissan, aber auch das hat nicht gefruchtet. Ich habe das nicht weiter verfolgt, ob die dann wirklich Nissan bekommen haben. Ich weiß nur, die Produktion steht wirklich still und das ist wirklich schade, weil es wirklich ein sehr schönes Auto ist. Und so schreiben sie eben hier, dass die Produktion mehrere Wochen lang unterbrochen wird. Mittlerweile soll die 6 Wochen ruhen. Und gleichzeitig teilt Fisker mit, eine Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in 4 Tranchen erhalten zu haben, wo ich mir echt sage, 150 Millionen Dollar, das ist nichts. Ja, also für diese Firma, diese Größenordnung und die Probleme, die die haben. Ja, sondern wollte die Produktionspause nutzen, um die Lagerbestände anzugleichen. Also ich sag mal,
abzukaufen, die Fahrzeuge, also zu verkaufen, damit das mal ein bisschen weniger wird, denn die haben ja viel mehr produziert, als sie verkauft haben, und strategische und finanzielle Innovationen voran, Initiativen voranzutreiben. Fisker produzierte 1000 E-Autos in diesem und 3700 Autos im vergangenen Jahr, und das ist wirklich fast nichts. Ja. Und in Graz wird das SUV Ocean gebaut, was ich wirklich sehr schick finde. Ja, und diese Wandelanleihe, das ist diese 180 oder 150 Millionen Dollar, sind wir von der polnischen Investmentfonds CVI gekommen. Und seit sie um denselben Sponsor, der bereits im September 23 eine Finanzierungszusage abgegeben haben. Ja, und jetzt kommt es auch so ein Ding, ja. Im März wäre fällig geworden, also 15. März 24, eine Zinszahlung in Höhe von 8,4 Millionen Dollar. Das ist Wahnsinn. Und das konnten sie nicht leisten, das haben sie nicht geleistet, und ebenfalls konnten sie den nicht fälligen Jahresabschluss für 2023 vorlegen. Und das sind natürlich Geschichten, da fliegt man an der Börse ganz schnell raus. Ich bin kein Börsenexperte, Gottes Willen, aber ich gehe davon aus, das sind hier gesetzliche Vorgaben, die man einzuhalten hat. Und wenn man das nicht kann oder nicht will, dann wird es wirklich kritisch. Ja, dann schreiben sie auch nur, Fisker will weiterhin quasi eine Partnerschaft mit einem großen Hersteller suchen. Ich glaube, da war Nissan im Gespräch, müsste auch irgendwo hier stehen. Aber was auch noch dazu kam, das ist mir so komplett in mir vorbeigegangen, da gab es noch so ein Video auf Englisch von einem US-Amerikaner, der hat den Fisker Ocean quasi auch als Fahrzeug gehabt, und der hat gesagt, der war schockiert von der Software des Fahrzeuges. Ja, also der hat quasi das so schlecht bewertet, dass, glaube ich, da gleich der Kurs eingebrochen ist vom Fisker. Und das sind alles Sachen, die natürlich dann tödlich sind. Wenn man dann Zinszahlungen nicht macht, man macht den Jahresabschluss nicht, man verkauft nur einen Bruchteil der Autos, die man verkaufen wollte, man stehen vielleicht 20.000 oder noch mehr auf Halde. Das kostet auch alles Geld. Ja, die Autos veralten auch da. Das ist wirklich tödlich. Und ich glaube nicht, dass sich das noch zum Guten wenden wird. Ich würde es Fisker wirklich wünschen, aber ich glaube es nicht. Und ich habe auch mal gedacht, naja, die Aktie ist da unten, lohnt es sich vielleicht mal jetzt zuzuschlagen, für Apple und Ei, für Centbeträge die Aktie mal zu kaufen, ist das ein, und ich hatte das Gefühl, das ist ein Unternehmen, das kommt wieder nach oben, aber da habe ich quasi voll in die gegriffen, wenn man so sagt, und sollte man nicht tun, Finger weg vom Fisker, das kann nur jetzt mein Rat sein, ja, aber wie gesagt, ich bin kein Börsenexperte, um Gottes Willen, sondern meine persönliche Meinung, richtet euch nicht danach, macht, was ihr wollt, ihr seid selber für eure Geschichten verantwortlich, was ihr macht. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Nummer 6, da habe ich ein bisschen die Krise gekriegt, kommen jetzt die E-Fuels. Ich dachte immer so, E-Fuels ist eine Diskussion, das ist noch so weit in der Zukunft, da wird noch diskutiert, lohnt sich es überhaupt, macht das Sinn, und auf einmal lese ich, das ist hier Welt.de, der neue Öko-Diesel kommt und verdrängt alte Benzinsorten. Und ja, ich weiß, Öko-Diesel, ja, da ist es vielleicht dann doch eher Bio-Diesel. Das verstehe ich sowieso nicht ganz. Auch da bitte ich mal um eure Kommentare, wer sich ein bisschen auskennt. Man schreibt im Tier, Deutschlands Tankstellen planen schon im April einen neuen synthetischen hergestellten Dieselkraftstoff. Und irgendwo später lese ich, dass der auf Basis von Pflanzenöl und tierischen Fetten gemacht ist, wo ich sage, das ist ja nicht synthetisch dann, jedenfalls in meinem Verständnis nicht, aber damit kann eines Besseren belehren. Und die schreiben eben, im April wollen einige Tankstellenketten vornehmlich aus dem Mittelstand eine neue Dieselsorte einführen, der sogenannte HV100. Das ist ein synthetisch hergestellter Kraftstoff für Verbrennermotoren auf Basis von Rohstoffen wie Pflanzenöl oder tierischen Fetten. Pflanzenöl ist für mich nicht synthetisch, tierische Fette auch nicht. Ja, das Kürzel bedeutet, Hydro-treated vegetable oils. Im Grunde bedeutet das mit Wasserstoff behandelte Pflanzenöle, und der Kraftstoff senkt nach Angaben der Tankstellenverbände, wo ich da sehr vorsichtig wäre, ja, glaube ich, eine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und das soll auch ganz schön zeitig losgehen, ja, die schreiben ja noch im Frühjahr, in diesem Frühjahr sollen synthetische Reinkraftstoffe wie biogener HVO-Diesel an Tankstellen in Deutschland vertrieben werden. Und da steht wieder Biodiesel drin, ja? Heißt es in diesem Papier. In vielen anderen Städten Europas könnten Autofahrer den Kraftstoff schon tanken und damit die CO2-Emissionen senken. Auch da schreibt mir mal, wer von euch tankt solchen Dieselkraftstoff schon im Ausland relativ regelmäßig? Würde mich echt mal interessieren. Aber natürlich noch nicht da, wo es hin soll. Ja, so schreibt hier der Verband Freier Tankstellen. Sie erwarten noch die Freigabe durch die Politik etwa Mitte April. Wir werden in Kürze in ausgewählten Standorten HVO als Klimadiesel 90 anbieten. Auch so komisch, ja, da oben steht HV100, hier steht Klimadiesel 90. Und sagt die Managerin hier vom Bereich Mobility, Mittelständler Westfalen, wir prüfen synthetische Kraftstoffe auf Biobasis.
wie hydrierte Pflanzenöle an die Zapfsäule zu bringen und haben ganz konkret etwas für dieses Jahr in der Pipeline. Also es wird immer nebulöser, sage ich mal. Jetzt es hat man alles in einem Begriff. Ja? Also einmal synthetische Kraftstoffe auf Biobasis mit hydrierten Pflanzenölen. Und das war hier ein Vertriebsmanager von Esso, der das hier erzählt hat. Und Esso ist eine Marke von ExxonMobil und hierzulande Nummer 4 im Tankstellengeschäft. Und dann schreiben sie Alternative zum Kraftstoff aus Rapsöl, ob die neuen Sorten E-Fuels oder synthetische Diesel genannt, ja, interessant, eine sinnvolle Zwischenlösung hin zu einer klimaneutralen Antrieb sind oder eine Vergeudung von Ressourcen, darauf gibt es kurzfristig keine überzeugende Antwort. Und da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, was sagt ihr dazu, wenn man aus Pflanzen, womit man Lebensmittel herstellen kann, die ja wichtig sind, und ja, ich weiß, wir leiden ja keinen Hunger, aber ich sag mal, auch in der Welthunger noch nicht besiegt, nur am Rande, wenn man quasi Pflanzen benutzt, um Sprit herzustellen, also damit rumzufahren, und ich weiß, kommen die anderen und schreiben da, ja, das ist doch bei Solarzellen nicht anders, da waren auch Äcker vergeudet. Ja, das stimmt, da muss ich dann eindeutig zustimmen, das ist natürlich richtig, auch das ist immer eine Frage, die man immer abwägen muss, stellt sich vielleicht bei Windrädern nicht so sehr, aber auch da wäre man gut beraten, ja, Solarparks irgendwie mal zu bauen oder Solarzellen zu erfinden, wo man dann trotz Solarstrom auch noch ganz normal Pflanzen anbauen könnte, und ich glaube, auch da gibt es schon die ersten Ideen, wie Zäune mit Solar, wo dazwischen die Pflanzen wachsen und so weiter, will ich nicht so in die Tiefe gehen, aber ja, das stimmt natürlich auch, muss ich in dem Fall auch zustimmen. Ja. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass bei diesen Solarzellen ja dann der Energiefluss direkt ist, ja, aus der Sonne in die Zelle, und das ist, ich sag mal, der fertige Sprit zum Fahren, während man hier noch aufbereiten muss und so weiter. Also es ist schon eine andere Hausnummer, ob man sowas macht oder ob man eine Solarzelle macht, ja, denke schon, aber vom Grundsatz her ist es natürlich ein bisschen ähnlich. Ja, und so schreiben Sie hier weiter. Eine wichtige Frage für Autofahrer wird sein, welches Angebot an den Tankstellen wegfallen wird. Die haben nämlich nicht die Kapazitäten, noch das dazu anzubieten. Denn auf vielen Standorten fehlt schlicht die Lagerkapazität für weiteren Kraftstoff. Möglich ist, dass einige Tankstellenbetreiber ihre Super Plus Angebote streichen. Ich habe zum Beispiel mit meinem Golf damals immer Super Plus getankt. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum? Na, weil ich ja ein Gasauto hatte. Und da ich eh nur einmal im Jahr getankt habe, ich dachte, nimmst du mal den besseren Sprit. Erstens mal bleibt er eh länger im Tank, weil ich ja nur ein, zwei Mal im Jahr getankt habe. Ja, und dann wird es dem Motor auch nicht schaden, sag ich mal. Und da war auch der Preis relativ egal. Aber ja, das ist natürlich wirklich, ich weiß nicht, wie viele von euch Super Plus fahren, aber ich denke schon, da kann man am ehesten drauf verzichten. Aber ich denke auch, es wird Motoren geben, die Super Plus auf jeden Fall brauchen. Die müssen dann suchen, wo sie das tanken können. Ja? Und das schreiben sie natürlich auch hier. So, ebenso denkbar ist, dass da einige Betreiber den Superbenzin E5 aus dem Angebot nehmen und E10 nur noch beibehalten. Und ich weiß, viele Fahrzeuge oder einige Fahrzeuge, die älteren, die vertragen diesen E10 nicht, sondern die brauchen noch E5. Und ich weiß auch, viele tanken weiter in E5, weil sie gewohnt sind, auch weil sie Angst vor Schäden, Motorschäden haben, weil sie sich nicht sicher sind, na, ist das vielleicht doch eine gute Geschichte oder keine gute Idee. Bisher hat es mit dem Sprit quasi immer funktioniert, mit dem 19 ein paar Risiken vorhanden. Ja, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber dann wird es auch eine interessante Geschichte sein. Ja, und dann schreiben sie natürlich auch hier, diejenigen Fahrzeugeigentümer, deren Wagen wegen des hohen Alters kein Superbenzin E10 tanken kann, wird er Probleme bekommen. Ja, und schließlich könnte auf einige Stationen auch die herkömmliche Dieselsorte ersetzt werden. Dann gibt es nur noch diesen Biodiesel. Und ich denke, kann mir gut vorstellen, dass auch da die Diskussion losgeht, verträgt das mein Fahrzeug? Das werden zumindest die wissen, die im Ausland den Diesel schon getankt haben. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wer das von euch öfters mal macht. Wie immer natürlich Preise. Wissen wir noch nicht, keine konkreten Ausgaben. Wir wissen aber nur eins. Es wird billiger. Es wird teurer. Ja, billiger. Wo gibt's denn sowas? Es wird teurer und die rechnen mit einem Aufschlag von 20 Cent. Ich finde das cool, ja. Man hat noch gar keine richtige Kalkulation für diese Geschichte, aber man weiß schon, naja, 20 Cent werden es schon mehr werden. Ja, nach Einschätzung des Verbandes dürfte der Absatz zu 80% an gewerbliche Kunden und zu 20% an Privatkunden gehen. Bei Firmenkunden könnte sich der Aufpreis dennoch rechnen. Schließlich könnten Sie Ihre Fahrzeuge durch den HV100 Diesel mit einem niedrigen CO2-Ausstoß fahren lassen und dadurch gesetzliche Auflagen für den Flottenbetrieb mit weniger Aufwand als bislang erfüllen. Ich sag mal so, geschickt eingefädelt. Ja, was aber auch interessant ist,
Die Energiedichte ist bei diesem Diesel auch etwas geringer als bei diesem anderen Diesel. Und da ist auch die Frage, okay, werden dann die Verbrauchswerte genauso sein oder schlechter sein? Ich gehe davon aus, die werden ein bisschen schlechter, dann werden ein bisschen mehr und der Verbrauch ein bisschen steigen, auf vielleicht nur ein halber Liter oder so. Ja, und dann gilt noch zu beantworten, wer schon sagte vorhin, ja, welche Motoren vertragen diesen Kraftstoff ohne Einschränkungen? Und in Holland gibt es bereits diesen HVO-Diesel seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren. Habe ich auch nicht gewusst. Aber nach wie vor ist das Tankstellengeschäft in Deutschland für Unternehmen lohnend. Auch interessant, was verdienen Unternehmen am Benzin? Und so schreiben sie, je verkauften Liter Euro Superbenzin verdienen die Tankstellenbetreiber eine Marge von 19,4 Cent je Liter. Und bei Diesel sind es 19,9 Cent. Auch interessanterweise fast die gleiche Summe bei beiden verschiedenen Spritsorten. Ja. Aber ja, ich weiß, denken auch ganz viele andere Geschichten dran. Ja. Also Abgaben, Subventionen etc. Also nicht so, aber viele Abgaben und Steuern. Ja, und im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit am unteren Ende. Tankstellen in Dänemark, Frankreich, Portugal, Norwegen, in der Schweiz oder in den Niederlanden erreichen deutlich höhere Gewinnmargen. Hätte ich mal gewusst, okay, bei welchen Preisen? Ich meine, Österreich fehlt natürlich hier. Und ich weiß, in meiner alten Verbrennerzeit, da war Österreich meistens günstiger als Deutschland. Aber die fehlen sich auch hier in der Bezeichnung. Ja, nochmal ein kurzer Blick zu den Kommentaren. Ich glaube, da gab es einen interessanten, der sich lohnt, man zu erwähnen, dass das hier. Ja, Speiseabfälle, in Klammern Frittenfett etc. sind in Ordnung, aber alle anderen Nahrungsmittel haben in einem Tank nichts verloren. Ja, dann kommt natürlich gleich unten drunter, aber Solarfelder schon oder was? Ich habe es ja erwähnt, na klar, kann man das ein Stück weit schon vergleichen, ja. Aber ich denke, trotzdem ist das noch ein Unterschied, der nicht unerheblich ist. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 7, und das finde ich echt mal eine spannende Idee. Da werde ich mal ein Video dazu einblenden. Das ist eine Meldung von Golem.de und Hyundai, das ist ja Hyundai Mobis, wo ich nicht weiß, ist das eine Firma, heißt das Fahrzeug mal so. Zumindest steht hier Mobis dran, könnte das Fahrzeug sein. Hyundai stellt innovativen Kühler für E-Autos vor und Ziel ist eben, die Effizienz zu steigern. Das Design soll trotzdem nicht verschandelt werden. Und da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die werde ich mal hier einblenden, die den Luftwiderstand verringern und die Reichweite des Fahrzeuges verbessern soll. Also es geht darum quasi, den traditionellen Kühlergrill zu erhalten, aber gleichzeitig den Luftwiderstand zu minimieren und in dem Fall hier um die Reichweite um 20 Kilometer zu erhöhen. Und das neue Modul kann Teile am Kühlergrill und der Motorhaube automatisch öffnen und schließen, um den Luftstrom und die Effizienz der Akkukühlung zu optimieren. Und wenn ihr hier im Video, wie ihr hier im Video seht, nicht nur am Kühlergrill, es gibt auch die Möglichkeit, rechts und links vor den Rädern so eine Luftleitbleche, sag ich mal, auszufahren, um da den Luftstrom zu optimieren. Und sogar an der Seite der Kotflügel rechts und links, auch da öffnen sich quasi Klappen, um den Luftstrom so an den Rädern lang zu leiten, die sich auch wieder verschließen können. Ist echt eine interessante Geschichte, ob sich der Aufwand lohnt mit dem, was da eingespart wird, sei dahingestellt. Ja. Dann kann man auch sehen, der LiDAR-Sensor wird eingezogen und ausgefahren. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Das könnte vielleicht Sinn machen, kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber natürlich kann man den auch so integrieren, denke ich mal, dass man den nicht einfahren muss und sieht auch schick aus. Ja, und dann ist ebenfalls noch so ein halbautomatisiertes Ladesystem, wo man dann quasi ja nicht selber laden muss. So wie es hier zu sehen ist, auf jeden Fall wird automatisch der Stecker rausgezogen, aber ich glaube, reinstecken muss man den noch mit Hand. Ja, ja, ganz interessant, vor allem diese Luftströmungsgeschichten fand ich ja mega interessant, aber es ist auch nicht bekannt, wann das eingebaut wird. Aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig, wichtig ist nur, dass man sieht, es tut sich was, man forscht weiter und ich fand das echt mega spannend, mega interessant. Sieht man schon, was technisch alles so möglich ist, ist echt eine geniale Geschichte. Ja, so viel zu dieser Geschichte, also Hyundai forscht weiter, um diese um das alles zu optimieren, ja, dass die Fahrzeuge noch sparsamer werden. Da sind wir auch schon bei Nummer 8. Tesla und Fastnet streiten sich um Ladesäulenstandorte. Und das ist eh so ein Ding. Hier ist eine Meldung von electric.net. Und da schreiben sie hier, ja, rechtliches Tauziehen um Autobahn-Ladeinfrastruktur endet wohl erst 2025. Hintergrund ist der Rechtsstreit von den beiden mit der Autobahn GmbH. Und dadurch ist der Rollout bei Tank und Rast komplett zum Erliegen gekommen. Es ist wirklich Wahnsinn. Tesla und Fastnet wollen bekanntlich nicht hinnehmen, dass das Quasi-Monopol von Tank und Rast und der Autobahn GmbH des Bundes an Autobahnraststätten auch auf das Schnellladen ausgedehnt wird. Und das ist ja wieder so eine Fortsetzung dieser alten Geschichten. Ich kann mich noch erinnern, DDR-Wende. Ja, es waren bundesdeutsche Autobahnen, also ostdeutsche Autobahnen, die ans bundesdeutsche Autobahnnetz angeschlossen wurden. Auf einmal war da noch viel Platz, es gab wenig Raststätten bei uns
Und ja, man musste Raststätten aufbauen und ich weiß noch, wie damals, wie Pilze schlossen, kleine Kioske aus dem Boden an allen möglichen Raststätten und die haben auch gut Geld gemacht, es gab ja keine andere Möglichkeiten, also Parkplätze, nicht Raststätten. Ja, und irgendwann hat unser lieber Staat gesagt, Moment mal, wir machen hier ein Monopol daraus und vergeben alles an Tank und Rast, also fast alles jedenfalls. Ja. Und das gab damals schon Aufschrei, damals schon ein Riesentheater. Jetzt haben wir das gleiche Problem, was Ladesäulen betrifft, das ist echt eine krasse Geschichte. Ja, seit Monaten läuft der Ausbau von HPC-Ladern an Autobahnen schleppend, da die juristische Entscheidung als richtungsweisend gilt. Sie haben bereits mehrfach das Verfahren vertagt, auch so eine Geschichte, die mir auch vor Gericht nicht unbekannt ist, auf unbestimmte Zeit. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den Fall zur Durchführung einer Vorabentscheidungsverfahren an den Gerichtshof der Europäischen Union weitergereicht, also zum EuGH. Natürlich ist ganz klar, dass die Autobahn GmbH Vorkehrungen trifft für den Fall, dass sie verlieren vor Gericht. Naja, und die Vorkehrung war, wir stoppen den Rollout, weil ich sag mal so, wenn sie uns nach der Hälfte wegnehmen, haben wir große Probleme und deswegen machen wir einfach mal Stopp hier und warten ab, was passiert. Ja, und das wird natürlich eine ganze Weile dauern. Bisher soll es etwa 710 Ladepunkte geben. Geplant sind 2500. Wann geht es nun los mit den Gerichtsurteilen? Ja, das EuGH wird im Herbst 2024 voraussichtlich sein Urteil fällen können. Danach muss das Oberlandesgericht wieder neu entscheiden in der Sache. Deshalb sagen sie, okay, wir rechnen frühestens im Frühjahr 2025. Ja, und somit bleibt natürlich Deutschland stehen und Deutschland verliert ein weiteres Jahr beim wichtigen Schnellladenetzausbau. Und das betrifft natürlich alles. LKW, PKW, alles ist ganz klar. Dann nochmal kurz die Erläuterung des Hintergrundes. Ja, mehr als 90% der Autobahnraststätten in Deutschland werden von Konzessionär Tank und Rast betrieben. Und was sagt Tesla und Fasten? Die sagen, Moment mal, es ist ja für diese Ladesäulengeschichte gar kein förmliches Umlageverfahren, also Vergabeverfahren eingeleitet worden. Ja, ganz richtig. Das kann doch nicht sein, ja? Für Unmut soll zudem sorgen, dass der Bund seinem Konzessionär Tank und Rast die Stellenflächen, jetzt kommt's, für die Ladesäulen quasi kostenfrei überlassen hat, also geschenkt hat. Ich sag mal so, entweder alle oder keiner. Während Tesla sich quasi nicht äußert, sagt im Fastnetz durchaus, ist hiermit die verbundene voraussichtliche Verlängerung der Entscheidungsdauer ein nicht von uns verfolgter Zweck. Also wir machen das nicht quasi, damit das lange dauert, ja, weil es eben auch die Ladeinfrastruktur nicht voranbringt. Sie hoffen natürlich, dass trotz dieser Dauer das Ministerium und Autobahn GmbH die nötigen Schlüsse ziehen, um einen zügigen wettbewerblichen Ausbau der dringend benötigten Schnellladeinfrastruktur zu gewährleisten. Man wolle nur erreichen, dass Wettbewerb an deutschen Autobahnherrscher. Ja, natürlich werden die nichts machen, die werden die Urteile abwarten, bin ich mir sicher. Und dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Und dann schreiben auch viele in den Kommentaren, ach ja, Monopole sind doch immer wieder ein tolles Ding für uns Bürgerinnen und Bürger. Und der nächste schreibt, sowas geht überhaupt nicht. Das wäre eine massive Benachteiligung anderer Firmen. Und jetzt kommt ein Satz, den ich immer wieder auch mal hier in meinem Kanal sage, ja, das hat mit Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun, sondern eher mit Mauscheleien und Planwirtschaft. Ja, sehe ich im Grunde ganz genauso. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Und ich prognostiziere mal, die werden einen Kompromiss finden, wo Tesla und Fastnet mit rein kann. Und die werden noch eine Tür aufhalten können, aufhalten müssen, dass auch wenn mal noch ein anderer kommt, der auch noch irgendwie mit ins Boot muss. Ja. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Ja. Und da ist nochmal um diesen Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla. Das ist ja RBB24. Und da haben sie jetzt hier ganz interessant den CEO von der Firma befragt, also von dem Netzbetreiber quasi, den CEO. Und er hat halt ganz deutlich gesagt, ja, wenn jemand mit Sachkunde einen Anschlag verübt, kann man das nicht verhindern. Stimmt, aber ich sage mal, das ist ja die Frage nicht. Die Frage ist ja eigentlich, woher hat er die Sachkunde? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ja, und es ist hier Alexander Montabaur, CEO des betroffenen Energieversorgers, EDIS ist das hier, und er sagt eben, insgesamt waren bei diesem Anschlag 83.000 Menschen von Stromausfall betroffen, was echt eine erhebliche Menge ist. Es hat Stunden gedauert, bis wir über Schaltmaßnahmen Stromversorgung wieder gewährleisten konnten. Da geht es natürlich nur um die Anwohner der Stadt. Ja. Das heißt, man kann ja in so eine Stadt laufen ja mehrere Stromnetze hinein, dass man, wenn das ausfällt, die Stromversorgung, kann man das da aufschalten. Das geht relativ leicht oder ist möglich. Aber das gilt nicht für einzelne Großverbraucher, die nicht so angebunden sind, dass man für die großen Leistungen, die sie brauchen, dann auch einen zweiten Leitungsweg zur Reserve hat. Das war weder für Tesla noch für das Logistikzentrum in dieser Form möglich. Und jetzt schreiben sie auch, da brauchen auch nicht die Fabriken dann ein Backup. Und da sagt er, naja, über letzteres wird Tesla versorgt, also das Umspannwerk, eine 110 kV Doppelfreileitung,
sind über zwei Stromkreise deswegen doppelten Strom versorgt. Für den gesamten Komplex reicht ein einzelner Stromkreis nicht aus. Falsch. Es reicht eigentlich einer aus, das heißt, der zweite ist dann mal so ein Backup. Ja, die Doppelleitung, die beiden Stromkreise werden auf ein Mastgestänge geführt. Und da kann ich mich erinnern, dass jemand von euch geschrieben hat, dass das eigentlich eine Sparmaßnahme ist. Das war früher nicht so. Aber hier schreiben sie, es ist ein gängiges Versorgungskonzept, ohne tiefer in die Nähe, also tiefer reinzugehen. Okay, warum ist das gängig? Ja, ist das sinnvoll? Wird komplett weggelassen? Wir sichern also im Allgemeinen den Doppelleitungsausfall nicht ab. Auch so die Betonung im Allgemeinen, so wie, naja, es gibt schon Fälle. Ja, ja. Und jetzt ist die Frage eben, okay, gab es Insiderwissen? Und er schreibt, es ist ganz offensichtlich, dass die Menschen, die dort am Werk waren, genau wussten, was sie getan haben. Das war ja ganz offensichtlich ganz gezielt so ausgeführt worden. Die Frage lautet nun, wie die entsprechenden Versorgungsleitungen verlaufen. Das ist in einem Bauantragsverfahren für eine Fabrik festgehalten. Sowohl im Bauantrag als auch im anschließenden Genehmigungsbescheid ist das aufgeführt, wie der Stromanschluss erfolgt. Und auch wenn wir selber Stromleitungen bauen, gehört die öffentliche Einsichtnahme zur Transparenz, dass im Grunde jeder nachvollziehen kann, wenn also jemand mit Fachkunde auf solche Unterlagen schaut, kann derjenige eine Idee bekommen, wo er am wirkungsvollsten zuschlagen kann. So, jetzt will ich mal zwei Punkte dazu sagen. Der erste Punkt ist natürlich, wann wurde die Firma, also Tesla gebaut? Ich kann mir sicher vorstellen, damals vor Baubeginn lag dieser Bauantrag lag aus. Ja, konnte man sehen, öffentlich natürlich. Wo ich mir auch nicht sicher bin, muss man unbedingt dann so ganz im Detail die Stromzufuhr mit reintragen. Aber okay, ich bin da kein Experte dafür. Aber ich meine, das ist ein paar Jahre her. Und wenn heute Leute auf die Idee kommen, wir wollen mal Tesla stoppen, wir wollen mal einen Anschlag machen, wir wollen mal die Stromzufuhr kappen. Wie komme ich heute an einen Bauantrag ran, der vor 4 Jahren ist? Kann jeder Mensch irgendwo auf eine Behörde gehen und kann sagen, oh, schönen guten Tag, ich hätte gerne mal den Bauantrag von Tesla gesehen, von damals, von vor 4 Jahren. Ich glaube, das ist eher schwierig. Das ist der erste Punkt, ja. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn jemand mit Fachkunde auf solche Unterlagen schaut, also muss dann doch eine Fachkunde vorhanden sein. Also ich bleibe bei meiner Meinung, das war nicht irgendwelche Chaoten, das war geplant und fachkundig organisiert alles, bleibe ich nach wie vor dabei. Ja, nochmal ganz kurz die Kosten, 1 Million Euro hat es gekostet, die große Frage, wer bezahlt das natürlich, ja. Auch nochmal die extra Absicherung kostet nochmal zusätzlich Geld. Ja, wer trägt die Kosten? Und dann, keine Angst, das wird nicht automatisch auf den Stromkunden umgelegt. Nee, ich denke mal eher so langsam, Stück für Stück. Wir haben von der Bundesnetzagentur ein jährliches Budget zugesprochen, mit dem wir auskommen müssen. Ja, was ja das Gleiche ist. Ich meine, wenn das Geld nicht ausreicht, wer da viel Geld ausgegeben wird, dann müssen die Preise erhöht werden oder es muss irgendwas weggespart werden. Ja, das ist doch ja linke Tasche, rechte Tasche quasi. Und natürlich schreiben sie, am Ende des Tages ist das unser Unternehmensrisiko. Das ist natürlich klar. Ja, wir haben unsere Anlagen grundsätzlich nicht so ausgelegt, dass sie gegen Terrorakte aller Art in irgendeiner Form sicher wären, was ja völlig klar ist. Wir reden hier von 80.000 Kilometer Leitung. Liegt es auf der Hand, dass wir das nicht großflächig machen können. Aber an den Punkten, wo wir konkret auch mit den Behörden abgestimmte Gefährdungslagen haben, müssen wir dann gemeinsam schauen, was man hier normalerweise, optimalerweise tun kann. Ja, sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, Bestätigung, jawohl, die das gemacht haben, wussten genau, was sie tun. Letzter Punkt, Gigafactory, das habe ich im Grunde schon das meiste verraten in der Einleitung, das ist hier von E-Fieber nochmal eine Meldung und der hat geschrieben, gerade Info erhalten, dass die Lobby der Gigafactory Berlin am besten nur von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet hat und Samstag geschlossen bleibt. Das finde ich mega traurig, ja, denn ich sag mal, es ist mal bei schönem Wetter und als E-Auto-Freund, E-Mobilist ist das ein schönes Ziel, mal zur Gigafactory zu fahren, obwohl auch ich jetzt schon spoilern kann. Ich war enttäuscht, aber gut, damals stand noch kein Tesla Cybertruck vor der Tür. Jetzt muss der wohl irgendwo zum Besichtigen sein, wo man auch nicht genau weiß, wo da steht. Steht da draußen, steht da drinnen, steht da mal heute da, morgen dort, ja, keine Ahnung. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich war insgesamt doch schon enttäuscht von der Gigafactory. Ich hätte mir da mehr erwartet, kommt aber in einem extra Video. Könnt euch das mal angucken, aber ich sage ganz ehrlich, wenn man so eine Fabrik hier hinstellt, wenn man dann auch natürlich ein positives Image aufbauen will, wenn man Leute überzeugen will, elektrisch zu fahren, dann muss man den Leuten auch ein kleines Event bieten. Ja? Und die Fabrik ist da, der Platz ist da, man hat eine riesen Lobby gebaut. Ich will ja nicht spoilern, was da alles nicht ging, was da gefehlt hat, aber da war ich echt enttäuscht. Ja. Aber das kommt dann in einem anderen Video mal später, mal so in der Woche oder so. Ja, damit sind wir durch bei meinen E-Auto-News KW12 2024.
Ich hoffe, die Meldungen waren dadurch interessant. Gerne schreibt eure Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder so. Wenn ihr euren Senf dazu immer sagt, ja, das hast du völlig falsch gesagt, das muss so funktionieren. Gerne, immer natürlich in ordentlichen, sachlichen Form. Macht ihr aber immer, sag ich mal, ja, oder zu 99,9% immer. Ja, wenn es euch gefallen hat, denkt einmal dran, Daumen nach oben zu klicken. Abonniert gerne meinen Kanal. Dann wollte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.